Hallo Freunde, heute wurde ich gefragt, wann der beste Zeitpunkt ist, um ein E-Bike zu kaufen. Und ja, ich beschäftige mich ja schon seit ein paar Jahren damit. Grundsätzlich zwar nicht mit dem Kaufen, aber halt, ich sehe es ja an den Aufruferzahlen, wie es läuft, wann sich die Menschen dafür interessieren. Und daraus kann man ja eine Meinung bilden. Wenn ihr es wissen wollt, los geht's. Ja, ein Kollege ist heute oder jetzt die Tage ein E-Bike kaufen gefahren oder wollte sich ein E-Bike kaufen, und was er feststellen musste, ist tatsächlich, dass man hier in der Umgebung nichts unter 4000 bekommt, was einigermaßen vernünftig ist. Ja, und 4000 ist ja schon eine Hausnummer. Da hat er gesagt, ey Roman, wie sieht das denn aus? Was meinst du dazu und so weiter? Ja, es ist tatsächlich so, dass im Moment, also gerade durch das Leasing, E-Bikes sehr beliebt sind und tatsächlich auch ein Run auf E-Bikes entstanden ist. Ne? Also man kann viele, viele Firmen bieten das an, und die Hersteller, die kommen ja kaum nach. Ja? Mit den ganzen Komponenten, die müssen ja auch teilweise aus China hergeholt werden, funktioniert nicht so wirklich in den Mengen, wie man das gerne hätte. So, jetzt ist aber nun mal so, dass wir tatsächlich feststellen, dass ja irgendwann mal im Frühjahr, ab März in etwa, gehen die Aufruferzahlen für E-Bikes richtig nach oben. Da kommt das Interesse, da kommt die erste Sonne und die Leute wollen E-Bike fahren. Ne? Und das geht bis ja, September, sag ich mal, bis in den September hinein. Ne? Und danach gehen die Aufruferzahlen richtig nach unten. Ja? Und bei meinen Videos jetzt. Ne? Und daraus kann man doch schon, glaube ich, schlussfolgern, dass tatsächlich ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, also gerade im Winter, eigentlich überhaupt da kein Interesse besteht und die wenigsten sich in der Zeit wahrscheinlich E-Bikes kaufen. Ja, ich als Hersteller, also oder wäre ich ein Hersteller, würde ich natürlich am liebsten rund um die Uhr verkaufen, ne? Weil ich muss ja meine Maschinen, meine Leute auslasten. Und wie geht das am besten? Natürlich durch Rabatte im Winter. Deswegen, also wenn sich jemand jetzt ein E-Bike kaufen möchte, dann sollte er sich vielleicht jetzt noch ein, zwei Monate gedulden, vielleicht jetzt September und November nochmal. Und ich denke mal, dann kann man schon mit satten Rabatten, aber sicherlich mit weniger Auswahl, weil ich denke mal, also die große Auswahl, die wird man im Sommer haben. Ja, da wo alle kaufen, da wo alle haben wollen und da wo alle auch bereit sind, hohe Preise zu zahlen. Ich denke mal, im Winter wird man vielleicht nicht mehr die so große Auswahl an E-Bikes haben bei den Verkäufern. Allerdings denke ich mal schon, dass man noch genug Fahrräder haben wird, die in Sommer nicht verkauft worden sind, die aber dann vielleicht zu günstigen Preisen zu haben sind. Deswegen an jeden der Tipp, falls jemand jetzt ein E-Bike kaufen möchte, wartet noch ein, zwei Monate und nehmt einfach die Rabatte mit, die ja schon euer Portemonnaie schonen können. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Ja, Freunde, das ist jetzt meine Meinung dazu. Ja, kann ja sein, dass hier jemand eine andere Meinung hat und mir da das Ganze vielleicht anders sieht. Aber ich sehe das ja an Aufruferzahlen, dass wirklich im Winter nicht so viel Interesse dafür da ist. Von daher, ja, von meiner Seite war es das schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes.